So, hallo Leute, weiter geht's mit MotoGP 15 mit meiner Karriere. Schauen wir gleich mal, das nächste Rennen ist in Jerez. Das tut man da gleich mal anklicken. Nachdem ich ja nun das erste Mal auf dem Podium gleich war. Also, es lief jetzt schon mal ganz gut. Also, man kann sagen, bisschen verbessert habe ich mich, beziehungsweise. So. 16,93. Nicolo Antonelli und Jules Danilo sind sozusagen meine Teamkameraden. Lieblingsteam Leopard Racing. Warum ist das jetzt das Lieblingsteam? Ich dachte, ich wechsle dorthin. Na egal. Okay. Rennen starten. Ach so, genau. Wir müssen jetzt in den Rennoptionen. Muss ich noch was ändern? Und zwar komplettes Wochenende, weil man noch ein Datenpack kriegt. Ich erfahren habe. Für das freie Training. Also wird es in den Wochenenden noch etwas länger dauern. Na gut, freies Training fahre ich nur so lange, bis ich das Datenpack bekomme. Ich muss ja jetzt nicht die Strecke so extrem auswendig lernen. Dadurch, dass ich ja die Pfeiler als Hilfe habe. So, los geht's jetzt. Na, hat immer noch geladen. Oh Mann. Herzliche Grüße an alle Jetzt. MotoGP-Fans, die eingeschaltet haben. Für die vierte Runde. Viertes Rennen. Fahrzeugentwicklung. Ja, wir haben jetzt im Motor was. Training, Qualifying, Warm-up. So, Training. Blöd. Durchstrecke. So, hast du wieder reinkommen hier kurz. Auch geregnet. Ja, die Strecke ist etwas nass, wie es aussieht. Der erste Zwischenzeit zumindest nicht schlecht sein. Aber nicht viel mehr gut gemacht.
Viel Zeit verloren. Halbe Sekunde. Ja, bitte. Ah, das wird eine ganz miese Zeit, aber egal. Ja. Mal 13. Okay. Gut, zurück in die Box. So, was machen wir jetzt hier rein? Bremsen. Reicht mir jetzt. So, jetzt kommen zum Qualifying. Das Freitraining ist beendet. Die Fahrer kehren von der Piste in die Boxengasse zurück. Schauen wir uns also jetzt mal die Zeiten dieser ersten Session des Wochenendes an. So, lass mich das Qualifying fahren. Warten wir mal, bis es geladen ist. Willkommen und hallo aus Jerez de la Frontera. So. Hier ist... So. Das habe ich schon eingebaut. So, dann lass mich jetzt hier mal. Ja. Wieder das Wetter so beschissen. Die Kurve war schon richtig mies. Weiter.
0,3, ob ich das halten kann, ist die Frage. Ah, das war scheiße. Das hat viel Zeit gekostet. 1,4. Noch genauso viel Zeit. Naja, was soll's. Komma 1 Sekunden. Oh Gott. Ah, in die Box reinkommen. Nochmal das Datenpack gleich benutzen und dann wieder rausfahren. Oh, und noch. Los geht's. Oh Mann. Bin jetzt nicht mit weniger Speed. Mit weniger Speed auf der Geraden, dadurch durch den Sturz. Wir kommen mal ein, das ist trotzdem noch. Wo war irgendwie shit, ganz ehrlich. Aber ich krieg die irgendwie. Ich weiß nicht so richtig, wie es gehen muss. Ich hab noch so meine Probleme mit der Scheißstrecke. Irgendwann 5 geht, aber ich habe wieder von. Ah, die Strecke weiß nicht. Irgendwie. Mal 6 Sekunden. Wupp. Ich verliere in den zweiten Streckendingern zu viel Zeit irgendwie.
2,3, jetzt geht's gerade mal. Das war jetzt ganz scheiße. Scheiße. Viel Zeit verloren, 1,4 Sekunden. Shit. Der letzte Streckenabschnitt. Ist denn da nicht so lange? Ne? Wird zu weit rausgekommen. Erst zu spät beschleunigen. Plus minus null. Warum wir es denn nicht kennt? Wahrscheinlich nicht auf einer schnellen Runde. Immer der wird auch einfahren. Ach komm. Zurück zum Platz, was da ist. Ich bin hier wirklich zufrieden, ey. Na, eine Sekunde hinter Danny Kent. Damit ist dieses spannende Qualifying also beendet und nach diesem harten Kampf wissen wir, welcher Fahrer... Willkommen und hallo aus Jerez de la Frontera. Das übliche Warm-up wird in ein paar Minuten starten. Jetzt können die Fahrer vor dem Grand Prix noch ein paar... Warm-up? Ja. Yeah. Kein Bock zu fahren jetzt, ehrlich gesagt. Ach, geht auch ohne Warm-up. Der ist jetzt aber nochmal ein Dings kriegen. Ja. In den Ergebnissen des Warm-Ups endet auch. So, dann fahren wir jetzt mal das Rennen, aber endlich mal. Komm, fertig werden. Herzlich willkommen, liebe... Los geht's! Platz
9. Problem ist, wie gesagt, ist ja problematisch jetzt, aber egal. Entschuldigung. Boah, shit. Ich muss erstmal konzentrieren, aber übelst. Windschatten bringt doch gar nichts. Scheiße. Mist. Muss ich da mit dem Bastianini vorbeikommen? Jule, lass dich nicht vorbei, Binder. Shit. Elfter. Das sieht dann nicht so gut aus. So, jetzt komm ich. Ist das übelst aufpassen. Komm wieder an hier, ran. Zumindest dran. Fuck, was mache ich denn? Fuck. Aber die Probleme, ey. Das war gut, das war gut und vorne bleiben. Bis jetzt heißt vorne behaupten. 7 wäre okay erstmal.
Das war scheiße gerade. Runde 3 von 6 ist immer der 4 von 6. Sorry. Aber nichts passiert. Vorbei, vorbei, vorbei. Ah, shit, 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 das war mir klar. Der überholt mich jetzt. Der Motor ist einfach zu langsam. Leopard. Power. Da war die Lücke da. Vierter. Vorletzte Runde bin ich. Das war nicht gut, das war nicht gut. Sorry, sorry, sorry. Hat zum Glück nichts passiert. Letzte Runde jetzt. Haben noch einen Krieger schon.
bin ich da. Scheiße! War immer noch drin. Naja, zweiter wäre da drin, nicht mehr. Ja, jetzt war es das endgültig. Naja, dritter. Cool. Dritter ist auch mal nicht sicher. Dritter zumindest halten. Naja, gerade habe ich hier keine Chance. Dritter Platz. Bin ich doch zufrieden. Hätte am Anfang nicht so weit zurückgefahren, beziehungsweise hätte am Anfang noch ein bisschen schneller aufgeholt. 2,7 Sekunden unter dem ersten Sieg. Gut. Ja, es wird langsam, es wird immer besser. Aber Danny Cans, boah, es wird ein harter Brocken. Weltmeisterschaft bin ich jetzt auf Platz 6 schon. So muss das sein. Gut, das ist relativ uninteressant. Neuer Helm, Nolan Italy. Neues Paar Stiefel, Vortice, neues Paar Handschuhe. Neuer Fahrer, Jorge Martin. Okay. Geld und Credits bestätigen. Ja. Das war doch mal wieder ein gutes Rennen und wieder Dritter. Platz 3 ist ein exzellentes Resultat und eine Ankündigung, dass noch höhere Plätze auf dem Podest auf ihn warten. So. Gut, das vierte Rennen der WM. Ja, aber also Danny Kent wird man wohl nicht mehr einholen können. Gehe ich mal von aus. So. Moto 3, Kent siegt und nähert Spekulation über den nächsten Champion. Der Moto gibt es einen Sinn und sie für Rabatt. So, steht hier. Ja, Gesamtzahl Fernsehte 44.000. Ja gut, im nächsten Rennen geht's dann nach Le Mans. Okay. Das war das Rennen wieder mit einem dritten Platz. Wir sehen uns beim nächsten Rennen und tschüss.